Er tourt durchs Land, hält seine Vorträge vor ausverkauften Sälen, wie hier stolz präsentiert im eigenen Online-Kanal. Ganser bewegt sich auf der Bühne mit seinem Headset so gewandt wie ein smarter Motivationscoach und die Zuschauer hängen an seinen Lippen. Sein ständiger Subtext, die Bevölkerung wird manipuliert. Seine Masche, Ganser sät Zweifel durch Suggestivfragen, ohne sich dabei angreifbar zu machen. Und dann kommt Zelensky. Woher kommt er? Aus dem Fernsehen. Der Mann ist ein Schauspieler, okay? Keine handfeste Theorie hinzustellen, sondern zu sagen, ihr könnt ja selbst eure Schlüsse ziehen, aber die Leute da manipulativ hinzubringen zu den Schlüssen. Was er zusammenstellt an Fakten, an Faktenfetzen und an Fragen, die er dann stellt, suggeriert eigentlich nur diesen einen Schluss, nämlich die Amerikaner haben das World Trade Center selber gesprengt. Hinter Corona stecken irgendwelche diffusen Mächte. Das macht er ganz aktuell beim Ukraine-Krieg auch, indem er zwar vorgibt, immer zu sagen, na, das ist nicht schön, wenn man ein anderes Land überfällt, aber letztendlich die Schuld an diesem Ukraine-Krieg nie Russland gibt. Und das finde ich gefährlich. Die klassische Täter-Opfer-Umkehr also, das kommt gut an in manchen Kreisen. Alle sagen, Zelensky ist gut, Putin ist böse. Den Putsch hat es nicht gegeben und die NATO-Osterweiterung ist kein Problem. Das ist eine Erzählung, die natürlich so erzählt wird, weil die Regierung will, dass wir sagen, wir sind so dankbar, dass wir so eine weise Regierung haben. Bei seinen Auftritten und in den sozialen Netzwerken inszeniert Ganser sich immer wieder als Opfer der von ihm sogenannten Mainstream-Medien, vergleicht sich sogar mit Sophie Scholl. Sie hatten die Wahrheit auf ihrer Seite. Der Krieg war auch damals ein Wahnsinn, wurden dann aber festgenommen und wurden enthauptet. Das heißt, auch wenn du die Wahrheit auf deiner Seite hast, kann es sein, dass du getötet wirst. Dabei weiß Ganser sehr genau, was bei seinem Publikum ankommt. Denn am Ende sei er vor allem ein Geschäftsmann, der seine Bücher und Vorträge verkaufen will.